Es ist etwas passiert, von dem man nie gedacht hätte, dass es passieren könnte. Aber auf diesem Weg, der ungefähr 10 Meter beträgt, habe ich mich doch tatsächlich verlaufen, indem ich in die komplett entgegengesetzte Richtung gelaufen bin und wieder beim Weingut Morgenröte rauskam. Sowas kann auch nur mir passieren. Treffen. Warum triffst du nicht? Toll, damit friere ich mich selber ein. Barbara ist mir hier sehr nutzlos. Vielleicht sollte ich sie doch wieder austauschen. Ah, hier muss ich jetzt scheinbar was machen. Eine Frage des Geschmacks. Herausforderung als Einzelspieler. Ich war unterhalb vom Wasserfall und da hochklettern klappt nicht mit meiner jetzigen Ausdauer. Barbara ist Healer. Ah. Wie ich das mit dem Chat mache, ich mache das über Streamlabs. Chatbox halt. Das ist halt eine externe Quelle, die dann als, die als Quelle dann unten über OBS halt eingefügt ist in die Ecke. Mit einem Link. Nee, ich spiele auf PC. Aber mit PS4-Controller. Ja, die passt so, die Gruppe. Herausforderung starten. Slow down! It's dangerous in here! Aber auch... Ingredients don't stay fresh for long. Aber auch über PS4 könnte man das mit der Elgato halten. Man kann die Elgato auch als Quelle für OBS benutzen. Das ist nett, danke, dass ich voll sympathisch wirke. So, ich habe irgendwie wieder da was Neues oder so. Wieso wurde mir da was Neues gezeigt? Ich verstehe das nicht. Da oben das Buch wird mir jedenfalls als neu angezeigt. Ja! Dann stellt sie ihren Flammenwerfer-Teddy da auf. Controllersteuerung ist kacke, finde ich nicht. Ich mag Controllersteuerung. Also ich spiele so Third-Person-Zeug halt am liebsten in, spiele ich halt am liebsten in, mit Controller. First-Person ist mir lieber mit Maus und Tastatur. Was mich bei diesem Spiel so ein bisschen stört, ist, dass der halt... Seems foraging for ingredients takes more than just luck. Also, was mich so ein bisschen stört bei der... Ah, man muss... Ich merke schon, man muss Xiangling hier benutzen. Achso, MMO-Spieler. Ja, okay. Man muss hier den da vorstellen und das Ding muss den jetzt anfeuern, ne? So was Blödes. Ich kann hier direkt mal ein bisschen Wirbel machen. Und da wird jetzt so ein Feuersturm draus. Yay, ich habe Elementarverbindungen und so verstanden. Da irgendwo schießt er noch. Da oben schießt einer auf mich. Also ich bin halt jemand, der spielt halt so Third Person lieber mit Controller. MMOs sind nochmal was anderes. Da hast du ja auch richtig viele Tasten und so für Skills und sowas noch. Die spiele ich dann auch mit Maus und Tastatur.
wollt auch eventuell demnächst mal wieder anfangen, Final Fantasy 14 weiter zu zocken. Aber da bräuchte ich erstmal ein bisschen mehr Zeit in meinem bisherigen Plan für... Er repariert gerade sein Schild. Kann ich den da nicht hinstellen und das fackelt das Schild ein bisschen besser noch ab? Ja, renn nur. Ich find's voll kacke, dass bei PS4 man nicht den Account auf PC. Okay. Ja, sind getrennte Accounts dann. Also ich hab's sowieso von Anfang an auf PC probiert, weil ich hab gar nicht drauf geachtet, ob es das für andere Konsolen gab. Ich hab's von der Seite direkt runtergeladen, vom Hersteller halt. Von Mohio, oder wie das... Ist das richtig? Heißt das Mohio? Irgendwie sowas, was Chinesisches halt. Jetzt zünd ihn an! PS4 hat einen schöneren Gleiter bekommen. Ja, das stimmt, die haben einen Gleiter bekommen, einen exklusiven, der nur PS4 ist. Zünd das Eis an und mach es weg. Und da muss ich jetzt hochklettern, hä? Huh? Ah, okay, so läuft das also. Mihoyo, okay. Irgendwas mit Mayonnaise. Ob ich morgen live gehe? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ich weiß es aber noch nicht. Kommt drauf an, ob was dazwischen kommt. Ich gebe immer so ein, zwei Stunden oder so, gebe ich das vorher auf meinem Discord bekannt. Der müsste eigentlich unter jedem Video verlinkt sein. Ich weiß nicht, ob es auch unter dem Stream verlinkt ist, aber... Der müsste eigentlich überall unter jedem Video von mir verlinkt sein. Wieso wird mir da jetzt... Ah, okay. Nice and spicy. Weil ich den da runterschmeißen soll. Kann ich den wieder benutzen? Ich kann ihn wieder benutzen. Ist das ein Tanuki? Ist das eigentlich ein Tanuki oder was ist das? Ja gut, bei mir war es halt genau andersrum, Kyodai. Ich wusste halt erst, dass es das für einen PC gibt und dann erst, dass es das auf PlayStation und so gibt. Yikes! Look over there! The icicles up ahead are falling! Let's be careful not to get hit. It will definitely hurt. Ich versuche nicht getroffen zu werden, ja. Kennt man ja auch aus MMOs, ne? Diese Bereiche, wo man nicht rein darf. Aus diversen Bosskämpfen und so. Oder auch aus Dungeons. Ein Bär. Ich dachte auch, es ist ein Tanuki. Ja, es ist ein kleiner Teddy. Ist halt doch nur ein Teddy. Ich muss hier aus dem Eiszapfengebiet raus. Aber dafür musste ich dann erstmal an dem vorbei. Nice and spicy. Kommt hier hin. Da muss man ja fast jedes Mal, wenn man einen Angriff gemacht hat, wieder woanders hin. Ja, hier. Mach die mal alle unter Feuer setzen tun. Tolles Grammatik. Mein Goober macht gefühlt mehr Damage als Xiangling, ja.
Ah. Aber sie bekommt auch kaum Damage gerade. Da, das ist aktiviert, okay. Was ist hier? Ah. Muss ich jetzt Goba hier in die Mitte stellen? Aha! This must be it! Oh, it's huge! This is perfect! Come to me, my little treasure! Oder ich muss das hier machen, ne? Oder so? Nein? Aber man muss es in einer bestimmten Reihenfolge machen. Okay, man muss scheinbar den machen. Nur schneller oder so. Oder so. Alle Säulen gleichzeitig, ja. Ich dachte, das hätte ich halt schon, aber scheinbar nicht. Dann stelle ich hier mal Goba hin. Sie ist jetzt gerade sehr verlangsamt, ne? Let it rain. Mit ihr kann ich jetzt erstmal eine Menge draufhauen. Xiang Ying macht ja gar keinen Schaden. Da ist sie tatsächlich sogar besser für geeignet. Chidi, I'll race you there. Not so hard. Go, go, Baron Buddy. Schmeiß Goba und Emmas Hasen gleichzeitig auf. Ich hab doch hier. Mach doch sie jetzt hier. War's das? Ja. Myself, sign, cook it up, dinner time. Even better if it's paired with a bit of swine. Meinst du das Schwein, was da eingefroren direkt neben dir steht? Fluxy Buxy? Your version just ruins it. Ja, das war der Point. Wait, there's something else here too. Hat der Name von Amber eigentlich auch... Der Hase von Amber eigentlich auch einen Namen? Oder ist es einfach nur der Hase von Amber? This must be the boy that Hunter was chasing. But Paimon's never seen one with this pattern before. Ich habe noch kein Geld ausgegeben, nein. Where have I seen this before? Aha! It was in the Historia Naturalis of Liyue. This pattern is unmistakable. It belongs to a breed of boar that went extinct 300 years ago. Mr. Hoppel. Wow! How is this one still alive after so long? War sicher eingefroren. Es könnte einfach besonders alt geworden sein. Hier Kryostase und so, ne? Oder Herr Hoppel. I read that this boar was hunted to extinction because its meat was so highly prized. Condensate of jumbo cryoslime and extinct boar? Not one, but two priceless treasures! Das ist aber schön. Damit können wir nur gewinnen.
Ich meine, alles, was eingefroren ist, wird dadurch gleich doppelt besser. Right. Now let's get back to Springvale. Im Englischen nennt sie ihn Baron Bunny, also Baronhase. Baron Kaninchen. Neues Monster. Fluxeisbaum. Ja, schon gut. Ich hab's ja schon besiegt. Bye. Viel Spaß noch bei was auch immer du jetzt tust. Herz der Quelle? So, Olaf. Wieso ist Olaf jetzt hier? Ja. Okay. Ja, und Chongyun habe ich irgendwie dreimal gleich gekriegt. Are you sure this is Springvale? Ja. Wieso ist er jetzt zweimal da? Yes, for the millionth time, yes. This is Draft. I don't know any of the people you're looking for. Ist Olaf war auch eingefroren? War Olaf auch eingefroren in dieser Höhle? Für lange Zeit? That is not possible. They all live in Springvale. They are my neighbors and friends. Die sind wahrscheinlich schon alle tot. Ist das vielleicht Drefs Vorfahre oder sowas? This is strange. What is going on? Es könnte doch sein, dass er eingefroren ist. Ich denke, dass dieser Jäger aus der Zeit von vor 300 Jahren kommt. What? Can humans really live that long? Does that really make sense? Er und das Wildschwein wurden gemeinsam eingefroren. Oh, like the way that you keep food fresh. Auch wenn ich glaube, dass Kryostase nicht ganz so funktioniert und der Körper dabei stirbt. Ich meine, es gibt einen Grund, warum man erfrieren kann und dann nicht einfach wieder lebt. Still, it's hard to believe. But it doesn't seem like there's any other sensible explanation. Ich meine, das gibt es ja tatsächlich, ne? Man kann tatsächlich schon irgendwie für abartig viel Geld kann man sich einfrieren lassen für die Zukunft. Das gibt es tatsächlich, ne? Da wird dann das ganze Blut ausgetauscht gegen so eine Kryoflüssigkeit, dass man gefrieren kann und alles erhalten bleibt und sowas. Es gibt aber immer noch keine... Es gibt immer noch keine Möglichkeit, wieder aufgetaut zu werden und das zu überleben. Die gibt's bisher noch nicht. Also warum sollte man das tun? Also als ich den vor der Höhle gesehen habe, dachte ich erst, das wäre dieser Typ, der uns am Anfang angesprochen hatte. Der uns erst zu Druff geschickt hatte. Nicht, dass es Druff ist. Das dachte ich. Aber es ist weder er noch Druff. Es ist halt wahrscheinlich ein Vorfahre von Druff. Okay, so, what's your... Olaf. Ich hab das nicht abgebrochen. Manchmal bricht der von alleine ab. Olaf? Oh, I'm sure I've seen that on my family tree. I can't remember which generation it was from, but it was definitely on there. So, a great-great-great-great-grandfather, but with a whole lot more greats? Genau. What an unusual turn of events. Reunited at long last! Isn't that just amazing? Olaf, do you want to come and watch a cooking competition? Was ist Kochen? Vor 300 Jahren gab es Kochen noch nicht. Das muss erst danach erfunden worden sein. Ah, yes, that reminds me. Brooke told me about the competition and I've set everything up at the venue. You should come with me. Dann bin ich mal gespannt, wer das Schokogeki jetzt gewinnt. Ich schätze mal, da wir ja die ganze Zeit Xiangling helfen mussten, ne?
schätze ich mal, dass sie das gewinnt. Das ist schon hier vorne, oder? Oder ist es doch da, wo ich erst lang gehen wollte? Diese Treppe da hoch. Der Name ist eindeutig, das reicht, um eine Verwandtschaft herzustellen. Olaf und Druff. Einfach nur, weil es beides Aff ist. Ach so, weil er gesagt hat, ja, ich habe den Namen irgendwo gesehen. Stimmt, Olaf ist ja auch so ein seltener Name, ne? Den gibt es nur einmal. Das muss der eine Olaf sein, der gelebt hat. Ja, aber man sieht es doch auch. Man sieht ja auch, dass sie verwandt sind. Ich meine, es sind beides Catboys. We're ready to cook. Are you? I was born ready. Oh, and Sigfria will be my assistant for the competition. Wie, Assistenten sind erlaubt? Then let the cooking commence. I will be your judge today. And don't worry, I may have known Brooke for longer, but I will remain entirely impartial. Hauptsache, er zieht sich nicht aus, wenn es ihm gut schmeckt. Hey, ich habe mir erst heute das Spiel runtergeladen und verstehe nicht so, wie man weiterkommt mit der Story. Das hier gerade ist sowieso eine Nebenmission und nicht die Story. Es gibt Questmarker, die dir eigentlich sagen, wo du hin musst. Much appreciated. Also oben auf der Minimap sieht man das eigentlich immer, wo man hin muss. Prepare. Wait, we're taking part in this too? Of course. If Brooke has an assistant, you guys will have to be mine. I'll need you by my side when the going gets tough. Ja, aber das ist unfair, dann hast du nämlich zwei Assistenten. Oh, Paimon doesn't remember applying for that job. Da ist wohl nichts zu machen. Ja, aber ist die Hauptquest... Ja, gut. Dann gibt's ja auf diesem Rad extra noch das, also, wenn man... Also, bei mir ist es jetzt, auf dem PlayStation-Controller L1 drückt, dann ist da irgendwo für die Quest so ein Marker-Dings. Okay, Paimon will do it for the sake of the food. Dass man die aktiv schalten kann. Also quasi hier in diesem Rädchen, wenn man dann auf das da geht, dann werden... Nee, das nicht. Wenn man auf das da geht. Hä? War doch richtig erst. Gut, manchmal macht er einfach das Gegenteil von dem, was ich ihm sage. So, dann hat man hier so eine Liste und da kann man diese Quests dann aktiv schalten, indem man hier mit auf Ziel verfolgen drückt. Und dann müsste einem eigentlich angezeigt werden, wo es lang geht. Und jetzt müssen wir wohl kochen, ne? Auf der Taste J ist es, okay. We need something special to dress up the steak, but I don't have anything suitable here. Ich kann es halt nur für den Controller beantworten, weil ich selbst halt nur mit Controller gespielt habe bisher und nicht mit Tastatur. Schön, wenn jemandem geholfen wird hier. Das freut mich. I've got it. Radish is what we need. Stimmt, ganz am Anfang muss man eigentlich nur Paimon hinterherlaufen. And we can carve little flowers out of it as a garnish. Two birds, one stone. Go find me a radish. There should be some in the area. Oh, and make sure you wash it because it's going straight into the dish. Okay. Let's wash the radish in the river. So, erstmal Rettich waschen. Jetzt wird das Ganze hier Slimes scared the bejesus out of Paimon. Ja, ich muss sie ja nicht besiegen. Ich kann vor denen noch wegrennen. What if they stir up trouble during the competition? I don't think we should risk it. Go get them. Jetzt muss ich die besiegen oder was?
So wird das mit dem Koch-Battle aber nix. Alter, kannst du bitte auch treffen? So, jetzt aber. Ach, Xiangling ist gerade sowieso schneller. Hier. Wowie, big and luscious. Bitteschön. Perfect. Now, how about Xiangling, look out, the pants on fire. Was? The pants on fire? Was hat sie gerade? Ach so, die Pfanne, also Pan im Sinne von Pfanne, nicht Pants im Sinne von Hose. Ich dachte gerade, wessen Hose brennt? Oh no, it's gonna burn, it's gonna burn, it's gonna burn. Trägt Xiangling überhaupt eine Hose? Ich kann das gerade gar nicht sehen. Get the fire under control without using water though, or this dish is a goner. Wasser, 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 wo? Was? Hä? Bring the fire down. It's gonna burn to a crisp. Ja, wie mache ich das mit Eis? Mit Barbara. Barbara, hier. Let the show begin. Ist es jetzt down? Hallo? Ach, hier, das Feuer. So? This is practically charcoal now. Oh, then also, I'm thinking our main is a little weak. We need to mix it up a bit. Windskill, okay. Oder Wasser. Funktionierte auch. Make me a mushroom chicken skewer. And make sure it's got that ooh-la-la on the outside. Then hits you with the cha-ching in the middle. Okay. Just make it taste friggin' awesome. Ja, mach ich schon. Zubereitung. Pilzspieß, ne? Hier. Zubereiten. Oder muss man da noch... ja, gut. Da, hier. Mm, you're a natural. Gerne. Die wuselt ganz schön rum. For perfection here, and I just think it lacks a certain... Was? Spielst mit PS4-Controller auf PC? Ja, das... Ich auch. Also, du spielst nicht auf PC. Also, ich spiele auch auf PC, aber mit PS4-Controller. Jetzt hab ich's aus... Ja, gut. A certain what? Okay, yes, boom shakalaka. Definitely need some boom shakalaka. Or perhaps a little shakalaka boom pow. Ist das irgendeine fremde Sprache, wo denn nichts... I just mean it would be a waste of such amazing ingredients to just serve this as is. Let me see. Ja? Hmm, what would be ideal is some kind of regional specialty. Ich wusste nicht mal, dass es das fürs Handy gibt. Regional specialty? Yes. Something that's native to this area, but isn't often used in cooking. I don't care if it flies, crawls, or bounces. Even insects I can work with. Insekten. Interesting choice. I'm sure I can make something of it. All right, then. Okay, finde Zutaten, die der Beschreibung entsprechen. Vogelei. Hier. Thanks, you guys. Hier sind Zutaten für dich. Das zum Beispiel. Frösche. Warum auch immer. Und... Schleimabsonderung. Hier abliefern. Do you really want to add that? It's a little odd. Finster? It'll be fine. This was an excellent find, guys. Now, if you'll excuse me, Chef Xiangling needs to concentrate.
hab da alle Gegner weggebombt und jetzt stehe ich in einem Raum und komme nicht weiter. Das ist komisch. Weil ganz... Ja, Neketo Saki, mach doch das mal. But I'll be sure to annoy you again if I need anything else. It looks like Sean Wing's main dish is almost done. Let's go and see. Ich soll ja hier gucken, ob sie noch Hilfe braucht. Überlass mir das. Ja, komm. Take this. And here are all the ingredients you need. Is this the recipe for that snack you gave us earlier? Yes, with some minor improvements so it uses up the leftover ingredients from Liyue. This is so complicated. How are we supposed to cook this with no experience? The technique doesn't matter. What matters is that you do it with passion. That's what my father taught me. And you must be passionate about cooking if you've helped me this much already. Ja, geht so. I trust you guys. Ich werde das übernehmen. Confident. I like it. Come on, this is the final push. So, das Rezept. Gefüllte Jadetaschen. So, und die mache ich jetzt wie? Da zubereiten. Ich will es nochmal machen, aber perfekt so. Ja, ich bin mir bei der Sphäre auch gerade nicht sicher. Die, wo man halt Raptor besiegen muss, da. Die mit Raptor war das. They're so fragrant, I could smell them coming a mile away. We're all set. And now to serve the meal. This competition is ours. Es geht gerade um Raptor auf jeden Fall. This was a fine feast. I have dined today like I have never dined before. Ich weiß halt nur gerade nicht, worum es da genau geht, weil es sind lauter Räume. Both chefs' dishes today were nothing short of exceptional. They were true masterpieces. And that is what makes this an extremely difficult decision. But this is a competition, and there can only be one winner. And that winner is... Ja? Xiang Ling. War ja zu erwarten. Immerhin hab ich ja geholfen, ne? Wenn ich nicht geholfen hätte, hätte sie ja nicht gewonnen, ne? Es lag nur an meinem Talent. I thought I was sure to win with pork chops so fresh they were practically still grunting. But it turns out that's still no match for the taste of extinct boar. Excuse me? Did you say this was cooked from extinct boar? Yep, every last bit. Ja, ist moralisch überhaupt nicht fragwürdig. My goodness, a single mouthful must be worth 100,000 mora. The amount you'd make if you sold this could support every hunter in town for years to come. Ja, hier geht's aber nicht darum, es zu verkaufen, sondern hier geht's um die Leidenschaft am Kochen, nicht ums Geld. The main thing is that you enjoyed eating it. I don't care about the mora. Anyway, now our judge has given his verdict, it's time for everyone else to eat too. I made plenty. Weißt du, Graf, neben dir steht doch einer, dieser Olaf, den kannst du auch verkaufen. Ich meine, der ist auch ausgestorben. Meanwhile, I want to try Brooke's dish. Kriegst du wahrscheinlich auch richtig viel für. This is absolutely delicious. Losing is no fun, but it was worth it for the chance to eat such superb cooking.
Please, Shanling, I want some more. This is gorgeous too! Such a perfectly layered texture! Were it not for that exquisite boar and excellent side dish, it's hard to say if I still would have won. Siehste, sie sagt gerade selber, sie hätte wahrscheinlich nicht gewonnen, wenn ich nicht dabei wäre, weil mein Side Dish so gut geworden ist. Paimon's turn to eat! Nein, Paimon, du kriegst nichts zu essen, du wirst gegessen. I will have a taste too. Oh, my, oh my. This is the taste of Springvale. Or rather, this is the last time I will be able to taste the food of my era. Hey now, cheer up. If you like the taste, I can always make you some more. Ja, und vielleicht schmeckt dir, du hast es ja noch gar nicht wirklich probiert, vielleicht schmeckt dir ja das aus der neuen Zeit auch so geil. Really? But the boar, it's extinct. The boar may be, but the taste isn't. I can simply recreate it using different ingredients. Richtig. Putting a smile on customers' faces is what we chefs are called to do. Thank you. A good time was had by all. But everyone's gone now. Let's go and say goodbye to Xiangling. Okay, goodbye. Thanks, you guys. Without your help, I don't know how it would have gone today. Krieg ich jetzt noch eine Belohnung? And without you, Paimon wouldn't have gotten to try so many new tasty snacks. Also wouldn't have gotten so full. Du warst auch vorher schon kugelrund. Not sure. I'll probably start heading back to Liyue, but I might change my plan on the way. I don't like to plan things too thoroughly. Okay. Glitschende Truhen gibt's also auch. Who knows? Maybe you'll bump into me out in the wild again. Xiangling's gone from Boom Shakalaka to Hakuna Matata. Jetzt wird auch noch König der Löwen ins Spiel gebracht. You are a gifted chef. You made an amazing batch of jade parcels. Come and visit me at the Wanmin restaurant sometime. I did promise I'd cook for you. And if you want, I'll teach you how to cook some of my latest inventions too. Okay. It's a deal. See you again soon. Dafür müssen wir aber erstmal in die Stadt kommen, ne? Damit ist die Abenteuerstufe 15 erreicht. Dann mal direkt zurück nach Mondstadt und Belohnung dafür abholen, ne? Also quasi ist die Lösung jetzt einfach nur rumlaufen und wahllos auf die Taste drücken, bis was passiert. So, einmal Belohnung abholen, bitte. Ad Astra Abyssoth. Hier, ich habe Stufe 15 erreicht. Kann ich mir eigentlich was schmieden lassen von ihm? Von Wagner und seiner Steinofenpizza? So, ich möchte was schmieden lassen. Ach, guck mal, das habe ich noch hier. Das erhalte ich mal einfach. Sonst kann ich nichts machen, ne? Nee.